Heidi ho, herzlich willkommen zurück zu Superliminal. Ja, wir hatten letzte Folge dieses wunderschöne Treffen mit der Ente. Und ja, wir sind weiterhin auf der Suche nach einem Weg raus aus unserem Traum. Danke, Spiel. Ich mag dich auch. Soll ja keiner sagen, es ginge nicht. Zap. Oh, ein richtiger Würfel. Hier ist soweit nichts mehr. Ach komm, dich nehmen wir mit. Wieder private. Ist auch private. Und ein großer Würfel. Ist das denn ein Würfel? Oh, guck mal, da sind die Ausgangsschilder. Was? Was? Die kann ich nicht mehr hochnehmen? Hey, ich muss doch dahin. Da geht doch das Dings lang. Aber das ist nicht mehr der gleiche Raum, ne? Wo bin ich denn hier durchgefallen? Das ist doch... völliger Mumpitz. Okay, die kann ich nicht nehmen. Müssen wir hier lang. Gehen wir doch lang. Emotions, expectations, highly affect dreams. Dream layers of the mind. You are here. Okay. Dem dritten. Mehr als fünf soll man nicht, glaube ich. Hat sie ja gesagt. Testers. Bisher. Jonas Dawson, Arthur Willis, Jojo Smith, Bart Dingsbums. You are here. People only dream of ordinary objects. Boring. Kennt ihr aber meine Träume nicht. Na gut, dann ab. Feeling lucky. So are we. Schade. Nein. Schön, es ist 5 Uhr. Ich bin ja mal gespannt, bis wann das geht. Ja, Sweet Bee. Den kriegen wir aber nicht auf, ne? Nein. Alles wie immer. Gut. Hier ist aber auch schon... Au! Dr. Glenn. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Ja, warum? Erzähl! Was nehmen wir heute? Eine Random Soda, ne? Und eine Diet.
Oh, Errungenschaft von Limonadengummi. Wir haben sie alle. Oh, bitte recyceln. Sehr schön. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Was ist das? Zurück. Das ist kein Ort, an dem ich sein möchte. Wehe, ihr macht hier ein gruseliges Spiel draußen. Notice, emergency generator this way. Also Notstromaggregat. Notstromgenerator da drüben. Kühlraum, was? Sieht mir aus wie ein Kühlraum. Ja, es wäre ein unordentlicher Kühlraum. Okay. Wow, was? Die ist grad zugegangen. Kaputt machen irgendwie? Kann ich mit der Lampe irgendwas anstellen? Nein. Die Tür, da will ich gar nicht hin. Kann ich aber auch nichts tun. Da wird ein wenig spooky gerade hier, was? Hä? Mörder, Monday, Tuesday, Mörder, Sunday, Beans. Okay. Aber hier ist nix. Was ist denn das für ein Käse hier? Wieso ist da oben beleuchtet? Was? Diet. Diet Soda. Okay, hier bin ich durch. Ging. Ich habe dieses Spiel nicht
nicht aus. Nein, ich habe dieses Spiel ausgesucht, weil es eben kein Horrorspiel ist. Also unter anderem auch deswegen. Ich habe mich auf fröhlich abgedrehte Sachen gefreut. Ich möchte bitte nicht selbst abdrehen. Ich bin nicht wach. Ich bin nicht wach. Hier geht's rüber. Kann ich darüber springen? Von hier? Nein! Verdammt! Was soll denn der Quatsch? Kann ich vielleicht einfach drumherum gehen hier? Oder ist hier eine Wand? Nein, eine Wand. Und auf der anderen Seite? Ist da vielleicht noch eine Brücke, die komplett einmal rüber geht? Nein. Wer denkt sich so einen Quatsch aus? Ist noch was da? Ja! Emergency generator over this way. Dr. Glenn wird mir jetzt erzählen, dass sich dieser Traum in die völlig falsche Richtung entwickelt, wahrscheinlich. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you, the kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Okay. Sagt aber am Ende gar nichts. Schön. Schön. Eine Treppe, auf der einfach mal gar nichts passiert. Wunderbar. Gefällt mir auch mal. Alter, ekelhafte dunkle Ecken, Mensch. Das ist doch Absicht. Da springt doch gleich was raus. Wow! Hey, ihr macht mich fertig. Ey, nein, 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 nein. Das kommt dabei raus, wenn man diese Diet Soda trinkt. Das ganze Zero-Kacke. Blut. Blut. Räuber saufen Blut. Okay, ich stell mich hier hin. Ich meine, ich habe noch 6,5 Minuten. Ich habe Zeit. Ist auch nicht beleuchtet. Null, ne? Du siehst überhaupt nicht, was hier los ist. Okay, hier geht's weiter. Hier steht ein Kegel. Hier siehst du nix. Okay, ich kann nur rückwärts laufen. Gut. Laufe ich rückwärts. Ein Pfeil nach da. Ah, eine Treppe. Ey, ist das hart. Wirklich, ist das hart. Eine Leuchtspur. Eine Leuchtspur. Warning, you were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Schön, danke. Das hilft mir. Sehr, sehr konstruktiv. Hm.
aber komischerweise hab ich meine, die spielen hier, die spielen hier ziemlich gut mit Perspektiven, mit Lichteffekten, mit Schatten. Aber wisst ihr eigentlich, wer gar keinen Schatten hat? Hm? Wieso? Okay, vielleicht ist es einfach nur, damit wir jetzt eine Lampe haben, um Sachen auszuleuchten. Alles klar. Okay. Hier und hier. Dream Soda. Komm, gib mir eine rote. Bloß nicht das Diet-Zeug. Gleich zwei rote. Wieso sind die Notausgangsschilder hier eigentlich rot? Und wieso ist hier immer noch Blut? Ich kann es doch aber gar nicht mitnehmen hier. Oder kann ich auf die andere Seite bringen? Nee. Aber es ist doch nur Glas. Ist es auf der anderen Seite jetzt oder nicht? Nee, die Lampen kann ich nicht mitnehmen, aber hier ist es wieder, hier ist doch wieder duster. Nein, es ist eine Wand. Es ist eine Wand. Da geht's bestimmt weiter, oder? Ah, aber ich kann nichts sehen da drin. Ich brauche dieses Teil. Ich brauche diese Lampe. Wir probieren es mal erstmal mit der. Na, die verschwindet dann im Nirgendwo. Oder ist sie dann wieder hier? Ah, dann kriege ich eine neue. Auch. Nein! Dadurch geht auch nicht. Es muss einen Weg geben. Einfach so groß mache.
Ich meine, es ist ja Glas. Jawohl, 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 jawohl. Oh, herrlich. Das geht hier nämlich gar nicht durch. Ihr geht hier oben lang. So ein Keck. Gut, alles klar. Dann sind wir wieder mal bei 20 Minuten. Und ich möchte sagen, speicherst du mal eben schnell für mich, bitte? Oh, was? Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Okay, ich bin also was Besonderes, scheint mir. Gut. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich hoffe, dass wir dann ein freundlicheres Level betreten können irgendwann. Macht's was Feines. Adios.